Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online Video Serie für euch im Start. Und das hier wird ein kleiner Nachtrag zum gestrigen Video, wo ich ja nur den Outlaw Pass an sich behandelt habe. Mittlerweile ist auch der Rockstar News Artikel draußen mit allen Informationen zur Eventwoche, den Rabatten, Boni, limitierten Kleidungsstücken und so weiter. Und natürlich mit der wichtigen Information, dass der Outlaw Pass tatsächlich in dieser Woche nochmal 10 Goldbarren extra rückerstattet, sollte man ihn sich bis zum 24. kaufen. Das bedeutet, 35 Gold kostet er regulär, man bekommt immer 25 Gold vom Pass selbst zurück und eben in dieser Woche noch die Extraaktion, dass man insgesamt dann auch 35 zurückbekommt. Das bedeutet, man kauft den quasi gratis, bekommt die Kleidungsstücke, den Fake-Strohbart, den Australian Shepherd, ein paar Gürtelschnallen, ein paar Sachen, die eigentlich keiner braucht, wie ein paar Gutscheine, Rabatte und so weiter. Und natürlich das große Highlight, als Pirat oder als Voodoo-Alligator rumzulaufen. Aber nicht zu vergessen, es gibt auch die Munitionstaschen-Upgrades. Und ja, alleine deswegen lohnt er sich schon, vor allem da er sozusagen gratis ist. Also levelt ihn durch, es dauert ja nicht allzu lang, wie bekannt ist. Und der soll uns dann bis zum 31. Mai vom Content her reichen. Ja, das wird natürlich vorne und hinten nicht klappen, aber vielleicht haben wir ja Glück und zusätzlich als Dripfeed-Content kommt in den nächsten Wochen immer so eine Telegram-Mission noch hinzu. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, ich hoffe Rockstar macht das. Ansonsten haben wir keinen weiteren Content, den wir bis zum Juni erwarten dürfen und das ist schon eine ziemlich lange Zeitperiode, aber mal gucken, was da noch so kommt. Jedenfalls gehen wir zusammen den News-Artikel zusammen durch, wie gesagt, das sollte recht schnell gehen. Es gibt doppelte Belohnungen für alle Free-Roam-Missionen und Boni für Schwarzbrenner und Händler, dreifache XP für Ausräumen von Bandenverstecken und mehr. Überall in den fünf Staaten gibt es Leute, die bei ihrem Streben nach Erfolg nach einer helfenden Hand suchen. Darunter befinden sich ganz unterschiedliche Charaktere, vom leidenschaftlichen Pionier bis hin zum intriganten Opportunisten. Sucht in dieser Woche Hamish, Flaco, Sadie oder andere Fremde auf der Karte auf, um für eure Hilfe doppelte Reddit Online Dollar und XP zu erhalten. Diese fremden Personenmissionen geben an sich genauso viel Gold wie alle anderen Missionen auch. Sie geben je nach Zeit alle 3 Minuten 0,08 Gold bis zu 15 Minuten und dann 0,04 Gold alle 5 Minuten. Und deswegen lohnen sich diese fremden Personenmissionen eigentlich am meisten wegen dem Gold. Was Geld und was XP angeht, sind die meistens unter den schlechteren Missionen, die man in seiner Zeit anstellen kann. Von dem her würde ich sagen, selbst mit den Doppelten lohnt sich das nicht unbedingt. Wenn es hier doppelt Gold gegeben hätte, dann hätte ich auf jeden Fall zugeschlagen. Es gibt aber noch dreifache XP bei den Bandenverstecken. Wenn sich die kriminellen Elemente im Grenzland aus ihren Löchern wagen, muss die Gefahr schnell eingedämmt werden. Haltet eure Augen im Freeroam offen, denn für jedes Bandenversteck, das ihr auf eurer Reise ausräumt, erhaltet ihr dreifache XP. Ein ziemlich gutes Geschäft, wenn man bedenkt, dass ihr damit auch noch der Menschheit einen Dienst erweist. Die sind ja ziemlich selten, muss man sagen. Selbst im Freeroam finde ich die nur alle Tage mal. Und deswegen dreifache XP, ganz nett, wenn man mal eins antrifft, sollte man so oder so machen, da sich dort meistens eine Schatzkarte zum Looten befindet bei den ganzen Körpern. Es gibt aber auch noch Belohnungen für Schwarzbrennerhändler und Naturkundler. Wenn ihr in dieser Woche einen Schwarzbrenner- oder Händlerverkauf abschließt, haltet ihr Angebot über 30% Rabatt auf einen Rollengegenstand der Stufen anerkannt oder etabliert. Diese Rabatte sind jetzt nicht unbedingt das Highlight. Ich meine, die Auslieferung sollte man so oder so machen, um schnell den Outlaw Pass zu leveln. Aber 30% Rabatt auf Rollengegenstände als großes Geschenk anzupreisen, ist ja sowas von unattraktiv, weil das meistens schon Teil der Eventwoche an sich ist. Also warum nicht irgendwas anbieten, was es sonst nicht gibt? Naja, dies sind goldene Zeiten sowohl für geschäftstüchtige Kapitalisten als auch für Menschen, die in der Schönheit der Natur aufgehen. Den Beweis dafür gibt es in dieser Woche. Alle Naturkundler, die in dieser Woche nämlich Red Dead Online spielen, erhalten ein kostenloses Fell eines legendären Geisterpanthers, das bei Gus McMillan oft sehr begehrt ist. Sammler, die der umherziehende Madame Nazar gefällig sein wollen, erhalten hingegen 5 Wildblumen und Schwarzbrenner aller Couleur erhalten zudem 5 kostenlose Maische-Nachfüllungen sowie ein Angebot über 30% Rabatt auf einen Schwarzbrenner-Gegenstand, der Stufen angehend oder aufstrebend. Und Händler, die einen ordentlichen Gewinn erzielen wollen, erhalten 2 Gutscheine für je 25 Händlerwaren. Ich meine 50 Händlerwaren, das ist der halbe Lieferwagen,
Das ist also bei einer Fernlieferung knapp $300. Das kann man schon mal mitnehmen, so ist es nicht. Und ich meine, die Bildblumen nehme ich mit und auch 5 kostenlose Maischnachfüllungen sind auch $250. Also hier ist Rockstar recht großzügig, muss man sagen. Es gibt auch noch zeitlich begrenzte Bekleidung bei Wheeler, Ross & Co. Darunter sogar ein paar Fan-Favorites, die schon ewig nicht mehr im Katalog waren. Also jetzt ist eure Chance, die mal abzugreifen. Darunter auch den gedrungenen Ofenrohrzylinder und den Gardenienhut, den Fernwatermantel und den sehr, sehr coolen Morgenfrack, die Hopeman-Weste, die Strickland-Stiefel, die Vaquero-Barocksporen und die Concho-Hose sowie den hochgeschürzten Rock für die Frauen. Daneben gibt es noch 30% Rabatt auf alle Rollen, Outfits und Hüte, 40% Rabatt auf das veredelte Fernglas, das Wildnislager, alle Händlerwagen mit Ausnahme des Jagdwagens, also auf den mittleren und großen Händlerwagen für die Lieferungen und auf Kühler und Destille aus poliertem Kupfer. Das heißt, die ganzen Upgrades, die ihr für den Schwarzbrenner und auch für den Händler braucht, solltet ihr unbedingt mitnehmen, falls ihr da noch nicht durchgelevelt seid. Also gerade für neue Spieler sehr interessant. 40% ist schon ordentlicher Batzen. Und es gibt Platzierungsgebühren für Schwarzbrennereien, die jetzt entfallen. Also ihr könnt eure Schwarzbrennerei jederzeit irgendwo anders hin platzieren. Jetzt umsonst anstatt für $250. Ich empfehle immer noch Le Moyne. Da finde ich es einfach immer am angenehmsten, um die Sachen heil abzuliefern. Es gibt auch weiterhin die Vorteile bei Prime Gaming. Interessant ist ja hier, dass das Ganze jetzt schon seit Monaten bis zum 15. März gelaufen ist und jetzt auf einmal wurde es verlängert. Es gibt immer noch die kostenlose Kopfgeldjägerlizenz und immer noch den getrimmten Amethystanstrich. Und das alles jetzt bis zum 12. April. Obendrauf gibt es noch einen Rabattgutschein für Mehrzweckpferde über 30%, also auch hoffentlich für den Missouri Foxtrotter, der ja ziemlich cool ist. 30% Rabatt auf alle Pferdepflegebroschüren beim Hehler und 40% auf Sättel. Und ich bin mir fast sicher, dass dieses Angebot nochmal weiter verlängert wird, mindestens bis zum 31. Mai, aber vermutlich sogar noch so lange, bis wir den nächsten richtigen Downloadable Content bekommen. DLC sozusagen. Das, wie gesagt, kommt dann erst im Juni. Ich werde bis dahin natürlich trotzdem noch ein bisschen Reddit im Auge behalten. Ich werde auch noch ein paar Mal streamen, so wie gestern. Das hat ziemlich Spaß gemacht. Ich werde auch noch einen kleinen Community-Stream anleiern, sodass wir alle gemeinsam zocken können. Naja, zumindest so viele, wie in die Lobby passen. Das sind ja auch nur 30 Plätze oder so. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Also Ende März kommt ja Monster Hunter Rise und danach Outriders im April. Ich werde wahrscheinlich beides behandeln auf dem Kanal. Und bis dahin kommen hoffentlich auch noch weitere spannende Projekte raus. Und im Juni, Juli kommt hoffentlich auch mal wieder Reddit Online aus dem Pushen und dann werde ich auch weiterhin dazu Videos machen. Aber ja, das war's erstmal dazu. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanal-Mitgliedschaft unterstützen. Vor allem an The Prophet, Chris the Joker, René, Markus, Matze, Ralf, Kevin, Big Chris TV, Lil Assassin, Kuruka, Drank TV, Tamara, La Lucas, Marco, Lananda, Gerald, Last Human, Chili, Tom, Christian, Whitey, McLean, Grey, Shooter, Chris, Michael, iFred und Fotis. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom, ba-ba-dum, boom, ba-ba-dum-bum. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.